Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen bei einem neuen Video über YouTube Money. Ich habe meine Monetarisierung beendet, freiwillig. Ich habe nun offiziell keine Werbung mehr auf YouTube. So, zumindest schalte ich keine mehr. Ich habe alle meine 800 YouTube-Videos, die ich habe auf YouTube, abgestellt. Es lohnt sich schon, wenn jetzt manche auf mein AdSense-Konto sehen würden und sehen würden, was ich mit YouTube verdiene oder was gesagt, was ich schon verdient habe, dann würden viele denken, hey, der junge Zocker ist doch mal richtig blöd. Was macht der junge Zocker da? Warum entmonetarisiert er über 800 YouTube-Videos? Es gibt ja einzelne Videos, die haben bei mir über 200 Klicks am Tag. Nur ein Video. Ein anderes hat 80 Klicks am Tag. Und, aber, wisst ihr, dieses YouTube-Money, das möchte ich jetzt einfach nicht mehr haben. Ich hab's eigentlich auch nur aus paar Gründen gemacht. Erstens mal wollte ich wissen, was verdienen so YouTuber? Was verdienen die überhaupt? Der zweite Grund war einfach, ich wollte einfach auch mal ein bisschen von diesem YouTube-Money in paar Sachen investieren, in Equipment zum Beispiel. Solche Sachen zum Beispiel. Und solche Sachen halt, ihr wisst schon. Die PS4-Spiele sind teuer, dann kommt noch eine PlayStation Plus-Karte. Da kann man YouTube-Money auf jeden Fall gebrauchen. So, aber ich möchte es einfach nicht mehr haben. Ich habe einfach keine Lust mehr und ihr wisst ja, wenn ich auf was keine Lust mehr habe, dann habe ich drauf keine Lust mehr. Es ist einfach mir danach, ich möchte dieses YouTube-Money auch jetzt endlich abstreichen. Also ich verdiene nichts mehr mit YouTube, keinen einzigen Cent. Und ja, das Geld, was ich jetzt bis jetzt verdient habe, das wird mir wahrscheinlich in den nächsten Monat wird mir das wahrscheinlich ausbezahlt. Ist auch nicht viel, aber ja, das war's auf jeden Fall. Jetzt habt ihr auf jeden Fall keine Werbung mehr bei mir, bei meinen YouTube-Videos, hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob YouTube trotzdem noch Werbung schaltet, ich glaube aber nicht. Die Werbung müsste weg sein. Guckt am besten das Video auf einem PC an. Wenn da keine Werbung erscheint, dann ist das Video werbefrei. So. Genau. So. Jo. Also ich höre mit YouTube Money auf, aber ich höre nicht mit YouTube auf. Ne? So sieht das heute aus. Oh, ein Porsche. Komm, den holen wir uns. Es gibt ja sehr viele kleinere YouTuber. Und das möchte ich ja auch nochmal sagen. Wenn du unter 500 Abonnenten hast, dann lohnt sich YouTube Money nicht. Du machst vielleicht einige Cents. Ich darf jetzt zwar nicht sagen, was ich verdiene, aber man kann einige Cents verdienen. Für so 1000 Klicks. Ne? Und kleine YouTuber, die brauchen Jahre. Oder Monate. Die brauchen teilweise 8, 9, 10 oder 20 Monate, damit sie überhaupt die Auszahlungsgrenze von ungefähr 70 Euro erreichen. Ne? In dieser Zeit, das bringt nichts. YouTube Money lohnt sich wirklich nur, wenn man sehr viele Aufrufe hat auf YouTube. Sonst lohnt sich das nicht. So einfach ist das. Ne? Okay. Jo, wie geht's mir gerade? Mir geht's zurzeit sehr gut, vielen Dank der Nachfrage. Nur viel Arbeitsstress gerade. Und ja. Puh, Arbeit halt, ne? Aber ich sag immer, im Leben kommt die Arbeit und dann kommt das Vergnügen. So sehe ich das, ne? Oh, guck mal hier, der Porsche. Das ist ein schönes Auto. Macht sogar ein bisschen Spaß.
Aber ich freue mich natürlich auf Battlefield Hardline. Da wird auf jeden Fall mehr kommen. Und das wird auf jeden Fall ein richtig krasses Spiel, Battlefield Hardline. Da werden einige Videos kommen von eurem YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Ich wollte euch nur diese Antwort, oder besser gesagt diese Mitteilung machen, dass ich nun keinen einzigen Cent mehr mit YouTube mal verdiene und dass ich alle meine 820 Videos, glaube ich, habe ich von der Monetarisierung befreit habe. Ich hab's befreit. Befreiung. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Ciao.